Ja, hallo zusammen, hier ist der Dominik. Ich bin der Raphael. Und wir sind von der Band Nio and Nio. Und die zwei sind hier im Music Talk auf hitparade.ch, dmd2 und producertune.com. Ciao zusammen, willkommen wieder hier bei uns im Studio. Der Sommer ist, glaube ich, vorbei langsam. Wenn man raus schaut, wird es ein bisschen bewölkter. Jetzt ist gerade der erste Tag, was ein bisschen kühler ist geworden. Aber ich habe gehört, Sie waren gestern auf der Promotour noch auf einem Dachterrassli gesehen, oder? Hey, wir haben gestern sehr, sehr geschwitzt bei 31 Grad auf der Dachterrasse und sind froh gewesen, wenn das Interview vorbei gewesen ist. Ja, voll. Also jetzt, heute seid ihr bei uns eine Kühle. Wir haben zwar gleich ein bisschen warm empfehlen. Gleisende Scheinwerfer vielleicht, aber sie haben es auch verdient. Die zwei Herren von Nio und Nio. Aber heute sind sie bei uns, der Raphael und der Dominik von Nio und Nio aus Basel und Zürich. Also die Zürcher-Baslerische Freundschaft, der gehen wir auch noch auf den Grund. Und schön seid ihr bei uns. Sie präsentieren ihr Debütalbum nach der EP. Gibt es jetzt das Debütalbum Before the Birds, Start to Sing. Und ihr seid unterwegs auf Promotour mit dem. Jetzt erzählt mal von eurem Werk. Es hat ja, wann ist die EP rausgekommen? Das ist ein paar Jahre her. Also die EP ist 2012 rausgekommen, genau. Und damals ist das noch als Solo-Projekt entstanden. Als Nio. Als Nio quasi, so der Klassiker von wegen Job aufgeben und aha, ein bisschen Lebenskrise gehabt. Und dann hat man einfach mal Musik gemacht und ich wollte dann eigentlich gar nicht so auftreten mit dem Ganzen. Und dann, das aber mal probiert und habe gemerkt, hey, es kommt ja eigentlich noch an. Und so ist das dann eigentlich immer weiter gegangen. Und ja, dann habe ich mir da sehr nette und gute Jungs dazu geholt, die das noch ergänzt haben. Also du bist in dem Fall nicht in der EP-Phase schon dabei gewesen, aber bist jetzt dabei mit den anderen Kollegen von der Band dazugekommen, jetzt auf das Album her. Genau, also ich bin jetzt eigentlich ganz neu dabei. Ja. Und ja, wie hat man sich das so gefunden? Bei einem FCB versus GC-Spiel oder so? Ja, genau. Voll Match. Nein, ja. Das war so eine Internetgeschichte gewesen, ja. Also eine Internetgeschichte, also irgendwie. Ja, sehr jetzt unromantisch. Ja. Sehr, also nicht auf Tinder. Dann war nicht auf Tinder. Das wäre wahrscheinlich romantischer. Ja, es ist auch nicht immer romantisch. Scheins, also ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe bei Tinder halt nur sucht Frauen angekreuzt. Ja. Vielleicht hätte ich da mal so. Okay. Nein, natürlich. Also wir haben uns so wirklich klassisch über Inserat. Ich bin in so einer Facebook-Gruppe. Musiker aus der Schweiz, glaube ich. Genau. Haben wir uns gefunden. Und da habe ich ihn angeschrieben und gefunden, hey, ich suche einen guten Gitarrist. Ja. Und er hat gefunden, ja, schreib mir doch mal. Ja. Ja. Aber du bist ja eigentlich selber Gitarrist. Also hast du nicht gescheiter einen Bassist gesucht? Oder gut, den Bassist hast du natürlich auch gesucht. Habe ich auch, genau. Aber, genau, ja, voll. Aber er hat nicht dürfen mitkommen heute das Interview. Es gibt ja die Sprüche wegen den Bassisten nicht. So. Oder? Ja. Da weiss man nie, oder, was sie dann sagen. Und dann haben wir gefunden, wir lernen ihn daheim. Wenn sie mal zu leicht kommen, gell? Natürlich Spass. Das darf nicht können. Okay, also es ist natürlich, man muss das ein bisschen rauskristallisieren, wenn Basler und Zürcher zusammenarbeiten, weil das ja immer so die, wobei, das ist glaube ich eine übertriebene Konkurrenz ist zwischen Zürich und Basel musikalisch, oder? Eigentlich. Also hey, das war nie das Thema gewesen, dass man dir hat gesagt, ja, jetzt kannst du nicht machen, da mit Zürcher in die Band holen und so. Ich weiß nicht, es gibt schon, manchmal ist es schon komisch. Also ich habe es beispielsweise mal erlebt, in Zürich haben wir mal gespielt, in der Langstrasse und dann habe ich so meine Ansage halt auf Baseldeutsch gemacht und dann hat es irgendwie so vom Publikum mal eingeschrauben, hey, mach's doch bitte auf Englisch. Ist wahr. Also es gibt schon so Sachen, ich weiß nicht, wie es dir in Basel, wie du es erlebst, aber... Ja, bisher bin ich eigentlich noch recht gut davor gekommen. Also, ja. Bist du musikalisch auch schon unterwegs gewesen, vorher mit Dance und bist auf der Suche gewesen, ähnlich auch auf eine Band, oder? Ja. Ist das dein erste Bandprojekt? Nein, ich mache ganz lange Musik. Ja. Und eigentlich bin ich auch nicht auf der Suche gewesen. Also ich habe das einfach irgendwie per Zufall gesehen und dann gefunden, ich klicke mal da drauf und schaue mal, was das ist. Und dann ist es dann so gut gewesen, dass ich gefunden habe, ja, ich muss jetzt da anschreiben. Also, ja. Okay, wir haben vor den ganzen Eingangs haben wir über einen Sommer geredet, der jetzt ein bisschen vorbei ist. Wenn du hier das Cover anschaust, Before the Birds Start to Sing, so heisst das Debütalbum von Nio und Nio, das ist natürlich noch so, man könnte sagen, das ist sehr sonnig, sehr
warm, es könnte Indian Summer sein, es könnte es klingt auch so ein bisschen ein bisschen amerikanisch, ein bisschen kalifornisch, es hat ein bisschen ein amerikanisiertes Slang drin, es ist ein bisschen folkig, folkpoppig. Wie ist der Sound, wie kommt der bei euch in die Songs rein und die weißt, wenn wir jetzt hier raus schauen, es ist grau draußen, inspiriert mich da dann das Wetter dann manchmal nicht zu anderen Songs als zu diesen sehr sonnigen Songs da? Ja, also ich denke, es hat schon viel Einfluss, vor allem so vom Reisen generell. Also USA ist auch das Thema. Schon das Thema, ja. Und Single ist so ein bisschen klischee-mässig. Da bin ich letztes Jahr auf dem Jakobsweg wandern. Und wo denn? Also Spanien? Also in Spanien, genau. Ja. Und habe dort so die Idee gehabt zu der Single. Und ich denke allgemein, so das Reisen und so unterwegs sein spielt schon eine Rolle. Und das ist auch etwas, denke ich, beim Sound halt, wo man dann beim Sound auch merkt. Und wir haben zum Beispiel auch beide Erfahrungen mit Fernbeziehungen gehabt. Und ich denke, das ist auch etwas, was man hört auf diesem Album. Ja. Also wenn du auf dem Jakobsweg bist, hast du natürlich viel Zeit, nicht nur zum Laufen, sondern auch zum Nachdenken. Du hast vorhin so ein bisschen gesagt, Sinnkrise, mach jetzt Job aufgeben. Sie sind jetzt Berufsmusiker, also es gibt jetzt keinen anderen Job außer Musik mehr im Moment. Also es ist bei uns beiden ein bisschen mutig, anders. Oder? Also willst du schnell, du bist ja da eher der Profi eigentlich. Genau, also ich bin in dem Sinne schon Berufsmusiker, ja. Aber ich arbeite auch noch im Bildungsbereich, das heisst, ich bin eigentlich Gitarrenlehrer. Okay, ja. Genau, und das sind jetzt die Sachen. Eben. Und das, gut, aber das siehst ja, du siehst bei vielen modernen Musikschulen, nicht so wie die Verstaubten, wo man sich vielleicht, also ich mir aus meiner Kindheit gewöhnt, B, wo da ältere Leute, die dann vielleicht irgendwie Rodrigo haben ihm gelernt, oder? An der Gitarre, wobei, da, nichts gegen Rodrigo, aber dass man heute irgendwie Rockstars sieht, bekannte Musikerinnen, Musiker, Sängerinnen, Sänger, Drummer, Bassisten, Gitarristen, wo eben sich auch wie ein Standbein verdienen, weil es eben schwierig ist, in der Schweiz zu leben von der Musik allein, oder? Wie machst du das jetzt im Moment? Also mir ist so 50-50. Ich arbeite noch nebendran 2-3 Tage in der Woche. Und sonst mache ich auch voll Musik. Oder? Aber es ist noch nicht so, dass ich nur Musik kann machen kann. Genau. Ja, gut, es gibt ganz wenige, glaube ich, in der Schweiz, die das können. Und es hat auch Vorteile. Man kann sich nämlich konsequenterweise nur auf Kunst konzentrieren. Und der Kommerz muss nicht die gleiche wichtige Priorität haben, wie wenn man ausschließlich von dem muss leben muss. Also, stimmt, es hat ja auch seine positive Seite. Kann ich dir ein bisschen erzählen zu der Entwicklung jetzt von diesem Album? Eben, es hat dein Solo-EP gegeben und dann ist der Schritt gekommen, nein, jetzt muss ich das im Bandkontext machen. Nio ist entstanden, etwas Neues. Nio heisst ja auch Neu. Oder? Genau, ja. Genau. Neu und Neu. Warum eigentlich Neu und Neu? Eben, es ist auch so ein bisschen um Gegensätzlichkeiten gegangen. Also so ein bisschen um die Idee, dass eigentlich alles im Leben zwei Seiten hat. Mhm. Und je nachdem, wie man es halt betrachtet, kann es gut sein, kann es schlecht sein. Ja. Und dann geht es ein bisschen um die Auslotung und die Grauzone dazwischen. Das war eigentlich die Idee gewesen. Und eben schon auch, dass es etwas Neues ist, also quasi, dass man vorher schaut. Das ist auch oder Before the Birds Start to Sing. Also es ist so, genau. Man weiss nicht recht, was kommt, ja. Aber es ist eigentlich es eher ein gutes Gefühl. Genau, es wird heller und es ist auch eher etwas Gutes. Okay. Aber wie hast du jetzt hier insbesondere das Writing erlebt und die Produktion von diesem Album? Ist ja auch ein ganz, ich stelle mir das komplett angstvoll, weil du plötzlich nicht mehr allein bist und allein kannst sagen, in welche Richtung soll es gehen, mit wem willst du produzieren. Also im Fall von Raffi ist es jetzt so, dass wir uns wirklich erst nach der Produktion kennengelernt haben. Aber die anderen Musiker sind teilweise schon bei der Produktion schon dabei gewesen. Und zuerst ist es darum gegangen, dass wir auch schauen, welche Songs wir überhaupt auf dem Album haben. Also wir haben auch Songs rausgeschossen, wo wir gefunden haben, nein, die sind doch nicht und sind auch recht kritisch gewesen. Und dann nachher haben wir halt zusammen mit dem Produzenten haben wir dann die Songs entwickelt. Und wir haben eigentlich primär an der Struktur der Songs geschafft, an den Melodien. Mhm. Und wir haben immer geschaut, dass es wirklich auch authentisch bleibt, dass es jetzt nicht völlig etwas anderes wird. Das war eigentlich das oberste Kriterium gewesen. Ja. Mit wem hat er produziert? Mit dem Philipp Laffer von den Alterna Recording Studios in Basel. Mhm. Der hat in Basel produziert, aber interessant ist, er bei einem deutschen Label, oder? Um Vertrag.
Ja, genau. Wir sind mit einem deutschen, mit einem Hamburger Indie-Label, wo wir letztes Jahr auf Tour in Deutschland und vor allem im Norden von Deutschland haben wir die kennengelernt und dann haben wir schon ein bisschen angefangen reden und das hat jetzt halt geklappt. Und jetzt sind wir bei denen. Also der hat also schon ein Booking gehabt, der hat schon Tour gemacht in Norddeutschland. Bevor das, also klar, bevor das logisch bis zum Schluss kommt, kommt nämlich erst jetzt raus. Also ganz genau, früh. Stimmt. Das war eine peinliche Frage von mir. Gott sei Dank habe ich sie nicht so abgestellt. So ernsthaft. Also, ihr seid schon gerade Touren. Wie kommen wir denn dazu, in Deutschland zu touren? Also, das ist ja auch nicht etwas, was du so easy machst. Du musst ja gebucht werden, wenn du kein Produkt kannst präsentieren kannst. Das ist noch lustig. Wir haben in Zürich einen Songwriter getroffen. Und der hat uns dort einfach gehört und mega gut gefunden und er ist eben der, der auch das Label hat. Und er hat dann gesagt, hey, können wir doch mal in Hamburg spielen und so. Und dann haben wir halt die Deutschland-Tour gemacht. Ja, und so ist das gekommen. Dann sind die einfach in Hamburg gewesen, oder hat er dann noch ein bisschen ausgedehnt? Nein, haben wir ausgedehnt, sind wir überall ein bisschen gesehen. Also Berlin nicht, aber im Süden auch. Ja. Und dann sind wir eben so in Hamburg und dann noch weiter in den Norden rauf. Und ja. Ist natürlich auch schön dort, gell? Ja, und es ist eine mega schöne Konzertkultur. Auch eben die Leute hören wirklich zu und sind sehr aufmerksam und kommen an Konzerte. Das habe ich sehr schön gefunden. Also. Finde ich super, dass du die Frage beantwortest, bevor du sie stellen kannst. Weil ja genau noch in die Richtung gehe. Konzertpublikum, wie ist das so für euch in Deutschland spielen versus in der Schweiz? Also merkt ihr da Unterschiede von der Konzertkultur? Geht das Volk mehr ab? Oder ist es mehr, habt ihr einen klaren Heimvorteil, wenn ihr in der Schweiz spielt, wenn ihr singt auf Englisch? Also, demher eigentlich wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe das Gefühl, es kommt mega darauf an, wo man spielt, oder wie halt die Leute drauf sind. Also, es gibt halt Clubs, wo die Leute zuhören, und es gibt aber auch solche, die es nicht machen. Mhm. Ich weiss nicht, ja, manchmal sind vielleicht die Schweizer ein bisschen verwöhnt, oder haben ein bisschen viel an Angebot, und dann ist man nicht immer so aufmerksam. Aber das ist jetzt irgendwie auch nur so eine These von mir, vielleicht. Es ist, glaube ich, nicht immer so. Es kommt recht darauf an, wo man auftritt, oder? Ja, also ich denke es auch. Es ist jedes Mal anders. Das Produkt ist natürlich eben, das Produkt ist eigentlich neu, oder? Also die Band ist neu. Es wäre jetzt vielleicht anders, wenn du schon seit 10 Jahren quasi hier nicht mehr New Kids on the Block wären in der Schweiz. Und dann kannst du irgendwie sagen, aha, ja klar, hier im Hockney Hall hier, Bierhübeli hier. Z7 vielleicht, Z7 zwar auch eher weniger, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, würdet ihr im Z7 spielen? Ich würde im Z7 spielen. Ich habe noch ein paar Metal-Board. Heute Morgen habe ich mit jemandem telefoniert, im Zusammenhang mit dem Z7, dass es eigentlich extrem wenig richtige, erfolgreiche Rockbands gibt in der Schweiz. Weißt du wirklich wir Rock? Wir haben ja gleich Rockbands. Also wir haben ja Krokus und Gotthard. Ja gut, aber das ist oldschool. Weißt du, ich meine so ein bisschen... Eben Death by Chocolate, von denen haben wir es doch heute gerade gehabt. Ja, aber eben, weißt du, so wirklich so. Weißt du, so ein bisschen Dave Grohl-Style? Weißt du, so? Ich denke, es ist halt auch sehr schwierig, in diesem Bereich sich durchzusetzen. Ja, also, aber zum Beispiel Beatsteaks in Deutschland, das ist eine riesen Band. Aber gut, wir können eben immer diskutieren über die Musik. Aber wir sind hier wegen eurem neuen Album natürlich. Ihr macht nicht wirklich den Härter-Rock, sondern es ist mehr folkig angehaucht, folk-poppig. Die Leute wollen euch immer, oder wir wollen ja immer Bands in ein Genre reindrücken. Wie findet ihr das? Ist das etwas, was ihr cool findet? Oder vielleicht sagt, ja nein, komm, wir machen einfach Neo-Sound und wir wollen sich alles gönnen, wo wir Lust haben drauf. Ich finde es recht schwierig. Also einerseits findet man es cool, verglichen zu werden mit gewissen Bands, oder? Ist es aber eher. Andererseits ist es teilweise einfach nicht so, wie die Leute das hören. Also bei mir gibt es teilweise schon Songs, wo ich ganz klar inspiriert bin von gewissen Personen. Zum Beispiel der Talisman on Earth, der schwedische Songwriter. Mhm. Aber das gilt dann vielleicht für einen Song. Und ich glaube nicht, dass es so jemanden gibt, der dann durch das ganze Album immer wieder so eine Referenz hat. Irgendwie. Es gibt ja, bitte.
Ja, also eben grundsätzlich Genres sind schon etwas Schönes, dass das überhaupt gibt, oder dass man so ein bisschen sagen kann, ja, es geht so musikalisch so ein bisschen die Richtung und die Musik hat die und die Funktion oder so. Es hat natürlich hören, einen Promo-Ansatz, ja. Oder? Dass man Leute, die vielleicht das schön finden, könnten genau. Vielleicht euch auch gut zwingen. Genau, auf der Platte hören hat ja früher schon gestanden, Feil andere, oder Feil andere Jazz, oder Feil andere unrecognizable, oder irgendwie. Genau, also. Für das ist es da, aber viel mehr finde ich dann auch nicht. Also. Klar. Ja. Aber eure Einflussfaktoren, eure Idol, was sind denn die? Also, so die ersten Platten und was für Poster sind in der Wand gehangen, außer Porsche und keine Ahnung, Roger Federer auch nicht mehr. Also bei mir nicht, ich weiß nicht. Was? Roger Federer. Roger Federer, ja, da bin ich immer schon so, ja, nein, Roger Federer jetzt nicht so. Also schon ein guter Typ. Also, nein, ich wäre wirklich effektiv mehr musikalisch. Ich weiß nicht, wie viele Platten es auch schon rausgegeben hat. Also, ja, das wäre gut, komm, für irgendwann. No, aber, also, no. Also, das ist auch Spaß. Also ich meine, bei mir ist es halt auch durch meinen Vater klassische, also eine riesen Plattensammlung und halt schon so Songwriter wie Bob Dylan und so, wo man glaube ich teilweise auch hört oder wo mir schon viele Leute gesagt haben, es erinnert sich daran, auch Cohen und so, wo mich sicher inspiriert hat und wo ich natürlich offen und runter gelost habe, als 12-, 13-Jährige so, oder? Und wegen dem wollte ich auch noch von Gitarre spielen, das weiss ich noch. Das war immer klar gewesen, dass Gitarre ist. Suzanne von Leonard Cohen, wegen dem wollte ich auf Gitarre spielen, oder? Interessant. Und du hast nie akustisch gespielt? Natürlich auch, klar. Ja, also klar, wenn du im Studio arbeitest, ist natürlich... Nein, ich bin mega Gitarre fixiert. Also, okay. Und ja, bei mir ist es recht ein breites Spektrum. Ja. Also es ist wirklich irgendwie von Metal bis eben sanfte Sachen wie da. Und, aber es hat einfach immer mit Gitarre zu tun gehabt. Und es gibt viele Gitarristen, die ich toll gefunden habe in meiner Jugend. Ja. Zum Beispiel? Also den habe ich in der Jugend noch nicht so toll gefunden, aber den finde ich jetzt recht toll. Das ist der Mark Knopfler, der gefällt mir sehr gut. Aha. Und dann, als ich jünger war, war es dann halt so Metallica gewesen. Und ich war so mega Kirk Hammett-Fan gewesen. Okay, also mehr zu härten und Knopfler mehr mit dem Dobro und Metallgitarre und ganz spezieller Sound. Das ist ja irgendwie auch, das gibt so, es gibt auch so, gerade bei den Gitarristen, hast du es auch bei den Drummer auch, aber es gibt so Gitarristen, die hörst du einfach, es gibt einen auf der Welt, der so tönt, oder? Okay, dabei, eigentlich kannst du sagen, es gibt Millionen Gitarren, aber auch es gibt einen Knopfler, oder? Es gibt einen Way und wunderbar. Euer Album mit 11 Songs, es kommt raus am 16. September. Das ist gleich, nämlich morgen. Also wenn ihr das schaut, meine Lieben, dann ist es schon draus. Ich schaue da hier dort rein, weil dort ist eine von den Kameras, die wir haben. Du hast jetzt gefragt, wo schaut da immer her? Genau. Before the Birds Start to Sing von der Basler Zürcher Combo Neo and Neo. Bei uns im Music Talk der Raphael und der Dominik. Perfekt. Famous last words. Jungs, wir dürfen noch einen Song hören. Welchen dürfen wir hören von euch noch? Wir haben gedacht, wir spielen Come Close to Me. Come Close to Me. Merci vielmals. Eben, letzte Wort für euch. Und von meiner Seite aus, merci vielmals, seid ihr da gewesen. Bitte schön, hier die Kamera. Jo, merci auch, dass wir haben dürfen da sein. Und ich freue mich darauf, wenn das Album rauskommt. Und freue mich darauf, auf die Reaktionen der Leute. Ja, ich weiß nicht. Nein, ich grüße jetzt meine Mami nicht. Damit wäre es grüßt. Aha. Also, eine grüße Mami. Das war der Music Talk. Bleibt dran, es gibt weitere Talks, hoffentlich genauso interessant. Ich hoffe, ihr habt es interessant gefunden, wie der hier. Also einfach am besten hier unten rechts das Logo klicken und dann wirst du immer informiert, wenn es neue Talks gibt. Merci vielmals, bis zum nächsten Mal. Tschüss.